wenn du in Space Marine 2 viel mit zufälligen Spielern im PvE unterwegs bist, wirst du wahrscheinlich auf die ein oder andere Herausforderung stoßen. Insbesondere dann, wenn es in die höchsten Schwierigkeitsstufen geht. Deshalb habe ich heute für dich sehr viele Tipps dabei, wie du Schaden vermeiden kannst, manche Situationen sogar komplett umgehen kannst und vieles mehr. Und wenn dir am Schluss dieses Video gefallen hat und du zufällig auch gerne Warhammer 40k Figuren magst, schau gerne auf figurenshop.com vorbei. Das ist mein Online-Shop mit einigen coolen Figuren im Gepäck. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Starten wir mit Tipp Nummer 1. Mal schauen, wann es gepatcht wird, aber momentan ist es noch der Fall, dass die Ausweichrolle schneller ist als Laufen. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren, neben einem Freund oder irgendjemandem mal hin und her zu rollen. Wenn ihr in die gleiche Richtung rollt wie seine Laufrolle, Richtung werdet ihr sehr wahrscheinlich schneller sein als er. Das heißt, wenn die Situation mal wirklich brenzlig wird gegen viele Feinde, habt ihr natürlich erstmal die Möglichkeit, den meisten Angriffen wenigstens einigermaßen ausweichen zu können und zudem auch noch schneller zu sein, als wenn ihr weglauft. Und apropos Laufen, wenn ihr die Umgebung zum Beispiel bereits erkundet habt und das Missionsziel in diesem Bereich erledigt habt und sich dann eine Gegnerwelle ankündigt oder sogar noch ein härterer Boss oder sowas, dann habt ihr die Alternative zu sagen, ich renne jetzt mit dem gesamten Team schnell zum nächsten gelben Sammelpunkt oder ich mache den Kampf. Wenn ihr sagt, da kommt jetzt eine riesige Gegnerwelle, die euch sehr wahrscheinlich eh sehr wenig bringt und besonders dann am Scoreboard am Schluss vielleicht 10 XP bringt oder sowas, dann könnt ihr auch sagen, bevor ich jetzt den ganzen Schaden fresse, Stims verbrauche und so weiter, renne ich mit meinem Team einfach zum nächsten Sammelpunkt, dann geht die Schranke zu, die Tür zu oder die Blume hoch, was auch immer, in welchem Gebiet ihr seid und dann ist die Gegnerwelle passé, ist vorbei, ihr braucht den ganzen Kampf nicht machen und könnt einfach weitergehen. Das zählt auch insgesamt zum Motto, dem man tendenziell eher folgen sollte. Ja, ich weiß, ich habe auch schon einen Tipp gegeben, die ganze Umgebung immer gut abzusuchen. Das ist auch gerechtfertigt für zum Beispiel diese Reliquien oder für Stimpacks, damit ihr euch das Leben wiederherstellen könnt oder für Rüstung und für Munition und so weiter. Aber wenn es die Situation zulässt oder ihr schon durch das Gebiet durch seid, pushen statt trödeln. Wenn ihr trödelt in diesem Game, besonders in härteren Schwierigkeitsgraden, wird euch der AI Director, wie sie es ja selber sagen, die Entwickler, der wird euch immer wieder irgendwelche Feinde reinschmeißen, die ihr dann erledigen müsst. Und wenn ihr da einfach vorwärts pusht durch die Mission, seid ihr erstens schneller durch, kriegt dann schneller auch die XP. Und ihr müsst euch mit nicht so vielen Feinden rumschlagen, wie wenn ihr da rumsteht und irgendwie Nase bohrt. Was die Munition angeht, würde ich auch bei manch einer Primärwaffe etwas vorsichtiger sein, zum Beispiel beim Melter oder auch beim Sniper. Ich habe auch vor kurzem erst einen Sniper mit dem Team gehabt, der hat einfach in die Luft geschossen mit seiner Lasergun, ja. Und da frage ich mich natürlich, wieso, denn 5 Minuten später sind wir alle gewiped und das Ding war vorbei. Deshalb, ich würde bei den Minoris-Feinden erstmal nur mit der Sekundärwaffe versuchen oder im Nahkampf versuchen, teilweise das zu handeln, soweit es geht. Je nachdem, wie viele kommen, muss man halt schauen, wie man es macht. Aber man braucht jetzt nicht einzelne kleine Minoris-Feinde mit seiner Primärwaffe abmurksen, besonders wenn man nur wenige Schuss damit hat. Das kann sehr wertvoll sein. Und hier auch nochmal kurz zur Erklärung, bei Space Marine 2 gibt es Minoris, Majoris und Extremis. Die Extremis sind die stärksten, ne? Die Majoris sind dann die Mittelstärksten. Starken und die Minoris sind die kleinen Trash-Mobs sozusagen, nur damit das als Einteilung auch nochmal klar ist. Wenn jemand wiederbelebt werden muss, reicht es, wenn eine Person sich entscheidet, diese Person wiederzubeleben. Ich hatte erst kürzlich, ich stand schon an der Leiche und wollte quasi wiederbeleben, dann kam der zweite dazu, dann kam der Boss, einen Schlag drauf, beide oder alle tot, wieder nicht machen. Man sollte natürlich auch immer die Umgebung nutzen, wenn sie einem Gelegenheit gibt. Es gibt rote Fässer oder solche Gasflaschen, wie in fast jedem so Shooter-Game eigentlich als Hinweis, hey, die sind zufällig rot, da könntest du vielleicht draufballern. Ja, wenn viele Feinde dort sind, draufballern, bumm, Damage könnt ihr gut gebrauchen, könnt euch eine Granate sparen für den Spaß. Gibt auch diese eher blauen Kanister, ich glaube, das ist Prometium, aber korrigiert mich gerne in den Kommentaren, falls ich da falsch liege. Aber da könnt ihr auch draufballern, die explodieren genauso und machen guten Schaden. Also wenn ihr da wirklich Feinde viele in der Nähe habt, draufballern und tschüss. Den nächsten Punkt kann ich eigentlich nicht intensiver betonen. Teamwork, Leute, Teamwork statt Alleingang, es ist so wichtig. Und wenn man mit Randoms unterwegs ist, gibt es da immer wieder Probleme. Ich habe immer wieder Probleme mit diesem Punkt und meistens wird die Mission kein Erfolg,
wenn die Leute sich verteilen und jeder seinen eigenen Weg geht. Das geht nicht gut, meistens. Und deshalb, bleib zusammen. Wenn die anderen vor dir wegrennen, dann geh halt mit ihnen mit. Die werden dir nicht folgen. Es gibt viele, die sind teilweise auch arrogant. Sowas habe ich auch schon erlebt. Die meinen einfach, sie könnten alles. Dabei wissen sie viele Details vom Game noch gar nicht. Das stellt man dann fest, wenn man sie beobachtet, was sie tun. Aber sie wollen unbedingt der Führer sein. Du willst natürlich, dass die Mission gelingt. Also dann sag, hey, dann gehe ich mal mit dir mit, bevor sich alles in verschiedene Himmelsrichtungen verteilt. Und dann wird die Mission kein Erfolg. Und dann liegt es wahrscheinlich an dir und deiner Kompetenz, dass du sagst, hey, okay, die zwei da oder der eine da, der will unbedingt den Boss machen. Gut. Gönne ich ihm das, Hauptsache die Mission wird ein Erfolg und ich kriege meine Erfahrungspunkte. Wenn ihr Aufklärer oder Sniper spielt, dann habt ihr bei der Signatur in eurem Talentbaum die Möglichkeit, einen Cheat Death zu haben. Also sozusagen einfach, wenn ihr tödlich verwundet werdet, doch nochmal eine Möglichkeit zu haben, unverwundbar zu werden oder die Rüstung aufgeladen zu bekommen. Bei diesen beiden Klassen gibt es einen solchen Cheat Death. Ich würde euch wirklich sehr empfehlen, auch diesen zu skillen und auf die zwei anderen zu verzichten. Besonders eben, wenn ihr mit Randoms unterwegs seid und wisst, da kann es immer mal wieder dazu kommen, dass dann fast alle abkratzen. Dann ist es wichtig, dass ihr noch ein Leben übrig habt, um die anderen zu retten. Wenn es eure Klassenwahl zulässt und ihr eine Melterwaffe in eurem Repertoire haben könnt, das ist mit dem Tactical, das ist mit dem Aufklärer und das ist auch mit dem Heavy der Fall, dann nehmt die mit, besonders wenn ihr merkt, dass es in der Mission knifflig wird mit den anderen beiden, dann wenn ihr bei der nächsten Waffenstation seid, entscheidet euch vielleicht lieber für den Melter, damit ihr möglichst auf Nummer sicher geht, dass ihr die Mobs weggeballert bekommt, weil sonst, ja, gibt es natürlich Probleme, wie ihr euch vorstellen könnt. Und mit dem Melter, glaube ich, habt ihr momentan zumindest die besten Chancen, durch die Mission durchzukommen. Es gibt zwar kein Deckungssystem in Space Marine 2, dass man sich wie bei The Division zum Beispiel irgendwie hinter einer Kiste verschanzen könnte, aber ihr könnt hinter einer Kiste stehen natürlich. Und wenn solche Neurotrophen und so weiter teilweise angreifen, ja, manche Angriffe bringen auch hinter der Kiste nichts. Diese Schwelle, die dann im 360 Grad auseinandergehen, da könnt ihr euch nicht schützen hinter einer Kiste. Aber von manchen grünen Bällchen und so weiter könnt ihr durchaus hinter einer Kiste Schutz suchen, aber natürlich auch von anderen Feinden, die mit Fernkampf auf euch draufballern. Da kann die Deckung hinter einer großen Lagerkiste zum Beispiel durchaus mal nützlich sein und hilfreich sein. Also wenn ihr eine Möglichkeit findet, mal kurz in Deckung zu gehen, hinter einer Wand auch oder so, nutzt diese Möglichkeit, nutzt die Umgebung, um euch da einen Vorteil rauszuholen. Des Weiteren ist es natürlich immer wichtig zu wissen, wann sollte man in Nahkampf gehen und wann sollte man lieber den Fernkampf machen. Es ist natürlich je nach Gegnertyp ein gewaltiger Unterschied, ob ihr hier sagt, hey, ich stürme jetzt immer in den Nahkampf rein oder ich gehe doch lieber mal auf Fernkampf. Ich würde euch tendenziell dazu raten, dass wenn ihr eine Horde von Fernkampfleuten da irgendwo rumstehen habt, dann versucht dann nicht Gap-Closer zu machen und durchzukommen. Natürlich, wenn ihr einen Aufklärer habt und da kurz mit dem Greifhaken rein könnt oder mit dem Angreifer, mit dem Jetpack kurz reinhauen könnt, ist das was anderes. Aber wenn ihr zu Fuß die ganze Distanz überbrücken müsst, könnte das durchaus sehr viel von eurem Leben und von eurer Rüstung kosten. Deshalb immer schauen, was mache ich jetzt gerade, wie viele Feinde sind hier im Fernkampf unterwegs und wie stellt sich das einfach momentan da in der Situation, kann ich mich irgendwo verschanzen, muss ich vielleicht ein Stückchen zurückgehen in einen Gang rein, hinter eine Tür, da erstmal die Nahkampffeinde platt machen, bevor ich mich um die Fernkampffeinde kümmere, aber ich würde mich an eurer Stelle auf keinen Fall auf dem Silbertablett präsentieren, indem ich mich von den Nahkampffeinden beschäftigen lasse, während die Fernkampffeinde schön gemütlich auf dich draufhalten können. Das ist eine äußerst unvorteilhafte Situation und da würde ich dann auf jeden Fall schauen, die Umgebung nutzen zu können, in irgendeiner Form sich zu verschanzen und erstmal Klarheit zu bekommen, wen man hier ins Fadenkreuz nimmt als nächstes und wen nicht. In diesem Zusammenhang würde ich euch einfach auch empfehlen, die Markierungen zu nutzen. Also ihr könnt ja beim PC ist es am Keyboard mit der T-Taste immer einen Marker setzen und vielleicht könnt ihr euren random Teammitgliedern dadurch auch ein Signal geben, hey Leute, lasst uns doch dort drüben hingehen, kurz um was zu bekämpfen. Ihr könnt auch direkt Monster ins Fadenkreuz nehmen und dann T drücken, dann warnt ihr vor diesem oder jenem Monster. Und bei manchen Leuten, die dabei sind, ist das durchaus eine wichtige Sache, weil manche laufen halt wirklich so durch die ganze Geschichte durch. In Bewegung bleiben ist natürlich auch immer ganz wichtig. Manche tendieren auch dazu, einfach still zu stehen und dann nichts mehr zu machen. Ich meine, beim Sniper kann sich das gewissermaßen manchmal lohnen, ne, weil man einen Damage-Bonus bekommen kann, wenn man es geskillt hat. Aber ansonsten, es ist eher
angeraten, sich zu bewegen, Ausweichrollen zu machen, effektiv zu blocken, eine Waffe dabei zu haben, die Fechten als Eigenschaft hat und dann eben wirklich gut den Schaden zu blocken und nicht immer nur einfach drauf zu hauen, blind links und einfach zu sagen, ich muss euch alle weghacken. Oft ist dann bei Feindesmaßen auch das Blocken quasi mit der Pariertaste, also das Parieren eigentlich, wichtiger und effektiver, als die ganze Zeit nur drauf zu hauen und so versuchen, alles platt zu machen. Des Weiteren kann man beim Nahkampf natürlich auch erwähnen, dass man die Kombos im Hinterkopf behalten sollte. Wenn ihr in der Mission seid und Escape drückt, also im Menü seid, seht ihr auch nochmal angezeigt, welche Kombo-Moves ihr habt mit der jeweiligen Waffe und die unterscheiden sich je nach Waffentyp. Ne? Also mit dem Messer habt ihr was anderes als mit dem Kettenschwert und so weiter und so fort. Also achtet auf diese Kombos, die können je nach Situation extrem nützlich sein und auch die Schlacht wirklich mal zu euren Gunsten verändern. Wenn ihr dann sagt, ich mache eine Combo, die einen Flächenangriff zur Folge hat, zum Beispiel ein Aufstampfen oder mit dem Hammer eben der schwere, wuchtige Hieb auf den Boden. Das sind andere Angriffe, wie einfach immer nur die Angriffstaste einmalig zu drücken kurz. Und da kann man durchaus weiterkommen, wenn man diese Kombos berücksichtigt. Und was ich häufig auch schon gesehen habe, einfach mit Randoms in der Grube, ist, dass sie Granaten nicht einsetzen oder ihre Fähigkeiten gänzlich vergessen oder vernachlässigen. Das heißt, sie sind einfach so gestunt von allem, was passiert und überwältigt von der Situation, dass sie ganz vergessen, hey, ich habe noch eine Granate. Ich könnte die doch da reinwerfen. Das sind gerade ziemlich viele Monster. Wir brauchen das gerade, damit wir ein bisschen Luft bekommen. Die schmeißen die Granaten nicht rein. Oder sie zünden ihre wichtigen Fähigkeiten nicht. Wenn man eine Fähigkeit hat und dann sagt, hey, die ist gerade aus dem Cooldown raus und die Situation ist bedrohlich, zündet die Fähigkeit lieber einmal früher als einmal zu spät. Denn viele Chancen hat man natürlich dann nicht in den schwierigeren Schwierigkeitsgraden. Und damit verabschiede ich mich auch wieder vom heutigen Video. Falls ihr mehr Content von Mr. Space Marine 2 sucht, schaut gerne bei meiner Playlist vorbei zu Space Marine 2. Gibt auch immer wieder mal News-Videos und Updates-Videos. Aber auch kürzlich erst mal ein Video, was erschienen ist mit Tierlisten. Da haben wir insgesamt 6 Tierlisten angeschaut und geguckt, welche Klasse da momentan am meisten am Scheinen ist und am beliebtesten und am stärksten tendenziell bewertet wird. Das sollte vielleicht eine ganz coole Orientierung für euch sein, einfach mal um Überblick zu gewinnen oder eine Einschätzung zu haben von einigen Leuten, die das Spiel schon einige Zeit gespielt haben. Wenn ihr natürlich eine ganz andere Klasse bevorzugt, ist das völlig in Ordnung. Es soll nur eine Orientierung oder eine Hilfestellung sein für Leute, die neu ins Spiel finden. Und das wollte ich mit dem heutigen Video eigentlich auch tun. Also in diesem Sinne, danke fürs Einschalten und bis zu einem nächsten Video. Haut rein und ciao.